Yo, yo, yo. Was geht ab, meine Freunde? Willkommen zu einem neuen Video von mir. Leute, ihr seht schon, wir haben einen Skin, den es eigentlich noch gar nicht in Fortnite gibt. Also der zumindest noch nie im Itemshop war, noch nie in irgendeinem Paket oder so drin gewesen ist. Der ist noch unveröffentlicht, komplett unveröffentlicht. Den haben in Deutschland, glaube ich, jetzt momentan 5 Content Creator und sonst hat diesen Skin keiner. Ich glaube, so pro Land auf der Welt 5 Leute. Jedenfalls ist der Skin auf jeden Fall zum jetzigen Zeitpunkt seltener als der Indigo Kunia Skin. Also es ist momentan der weit seltenste Skin in ganz Fortnite. Ja, und Epic Games hat auf jeden Fall keinen Fehler gemacht, weil wir bekommen für die nächsten 3 Monate von Epic Games Skins in den Spind gepackt, die noch nicht veröffentlicht worden sind. Das heißt wiederum richtige schmackhafte Party Royale Videos, weil die Reaktionen sind wieder übertrieben krass, weil den Skin haben die halt eben noch nie gesehen. Und wenn ihr auf jeden Fall wollt, dass ich die 3 Monate, falls ich einen Skin von Epic Games bekomme, der noch nicht im Item Shop war und noch nirgendwo käuflich erwerblich war, ein Party Royale Video dazu mache, lasst auf jeden Fall ein Like da, Leute. Wenn ich keine Party Royale Videos mehr machen soll, dann dislike das Video. Aber zeigt auf jeden Fall, ob ihr da Interesse dran habt oder nicht. So, ich zeig euch mal einmal kurz hier diesen Skin. Das ist hier der Ava Skin. Der hat auch noch eine andere Stilvariante. Und zwar hat er noch einmal diese Stilvariante. Ich glaube, den Skin, den kennt ihr schon. Den habt ihr schon von den Leaks gesehen. Der Skin ist ja heute im Item Shop gekommen. Den habe ich auch von Epic Games bekommen. Der Knochenmark Skin heißt der. Der kam aber bis dato immer noch nicht rein, Leute. Und das ist halt eben der Ava Skin aus dem Underland Nexus Set. Und hier könnt ihr sehen, wie der Icon von diesem Skin aussieht. Richtig wild, Leute. Braucht man nicht drüber reden. Und dieser Skin hat sogar einen integrierten Emote. Und zwar macht ihr diesen Emote hier. Und dann verwandelt sich der Skin in diese andere Stilvariante. Ihr könnt euch natürlich auch wieder zurückverwandeln, das ist natürlich klar. So, ich würde sagen, wir gehen in Party Royale rein. Go, Junge. So, Leute, wir sind in der allerersten Runde drin und natürlich besorgen wir uns erstmal ein paar Grabblers, weil ohne Grabbler läuft sowieso in Party Royale nicht. Den haben wir jetzt auf jeden Fall hier stibitzt. Da vorne geht entspannt die Sonne auf und jetzt gehen wir mal da vorne hin. Und gucken mal, wir machen mal diesen integrierten Emote auch unter anderem, um zu gucken, wie die Leute darauf reagieren, weil ich glaube, das wird sehr lustig. So, hier haben wir schon mal ein paar 1-3. Boah, ich hasse das, wenn die Leute mit dem Auto durch die Gegend fahren, ne? Aha, die Ruby. Okay. Die scheint wohl sich zu fragen, was das überhaupt hier für ein Skin ist, Leute. Also gerade meine ersten Runde drinne gewesen und schon denkt sich jemand hier, was ist das denn hier für ein Skin? Das Backbling gehört auch zu dem Skin, Leute. Das bekommt ihr natürlich, wenn ihr euch diesen Skin im Itemshop kauft. Ich weiß zwar nicht, wann der reinkommt, aber ich gehe mal davon aus, dass der vielleicht heute Nacht im Itemshop kommen wird. Bei den Knochenmark-Skins habe ich auch gestern erhalten. Der ist halt eben heute im Itemshop gekommen. Dieser Skin hier ist aber heute nicht reingekommen, wovon ich davon ausgehe, dass er halt eben morgen reinkommen wird, beziehungsweise zumindest die nächsten Tage. Ja, Leute, und jetzt gucken wir mal hier, was hier noch so in Party Royale passieren wird mit dieser Ruby hier, ne? Der Emote ist auch wirklich eine 10 von 10, Leute. Brauchen wir nicht drüber reden. So, Junge, komm mal her. Einmal die Stupsnase. Bam. Na, hör mal, du Schlingel. Hau Katze. Was geht? Das ist, glaube ich, ein Battle Pass-Skin gewesen, ne? Was sprayt der hier hin? Yo, davon gibst du gar ein Spray? Bro, da konnte ich mich ja gar nicht mehr dran erinnern. Lol, wusste ich gar nicht. Habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Wow, Junge. Der macht direkt, hat hier ein Spray direkt parat zu dem Skin. Lol, der hat sogar zu meinem Emote direkt ein Spray parat. Jetzt ist natürlich die Frage, ob er jetzt ein Spray-Battle gegen mich möchte. Hast du auch dazu ein Spray? Hast du auch dazu ein Spray vielleicht? Er sucht jetzt bestimmt. Der guckt jetzt, der geht jetzt seine Sprays durch. Guck mal, hier vorne bist du. Guck mal, hier vorne, Junge. Ich meine, du hast jetzt eine andere Stilvariante genommen. Ah, jetzt hat der hier so einen Totenkopf hingemacht. Okay, das Ganze sieht jetzt nicht so aus wie den Emote, den wir jetzt gerade eben gemacht haben. Den Emote und beziehungsweise den Spray hat der Ruby-Skin auf jeden Fall nicht. Weil da gibt es ja auch noch einen Spray zu diesem Panda-Beats-Banner. Den hat der jetzt aber nicht gehabt. Ja, aber dafür macht er hier so einen anderen Banner, wo auch so die Augen so ein X drin sind, ne? Du bist schon eine schlaue Birne. Du bist schon eine schlaue Birne. Okay, okay. Ja, dann checken wir mal, ob der noch andere Emotes hat, ne? Gucken wir mal kurz hier. Wir machen mal den RIP-Emote. So, hast du hierzu auch ein Spray oder was? Hä? Frau Ruby? Wow, hat der auch ein Spray direkt? Yo! Okay, okay, aber dazu hast du keinen Spray, weil mir ist zumindest bekannt, dass es kein Spray gibt, wo man eine einzieht. Ah, hat der das? Hast du das hier oben als Spray? Hat er nicht, Leute. Nee, hat er nicht. Nee, hat er nicht. Gibt's auch, glaube ich, momentan noch gar nicht. Wer ist das denn hier? Ja, das ist der einzige Ruby-Skin, der hier drin ist, ne? V
Forslino Dub hieß der. Okay, korrekter Dude auf jeden Fall, ne? Oh, wir sind halt fast synchron, ne? Ja, da muss jetzt wieder einer mit Bike durchfahren, man kennt's. Was will er denn jetzt hier vorne? Ah, ja. Der integrierte Emote von diesem Skin ist auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Da wollen wir nicht drüber reden, ne? Der denkt auch, der ist Simba. So, wir machen jetzt mal einmal diese Verwandlung. Und mal gucken, wie die Ruby darauf reagiert. Jetzt haben wir die zweite Stilvariante von dem Skin. Mit dem dazugehörigen Backbling natürlich, ne? Seht ihr, dass das genau dazu passt. Wow, okay, okay. Die Ruby, die kennt den Skin auf jeden Fall. Die weiß jedenfalls, dass dieser Skin noch nicht drin war. Aber die feiert den. Die feiert den auf jeden Fall alle Male, ne? Was ist jetzt mit ihm hier? Der hat mich jetzt hier weggeangelt, die Rechte. Die Ruby, die wird jetzt sauer. Weil du mich hier weggeangelt hast. Macht der so eine Katze. Okay. Haben wir uns mal hier zurückverwandelt. Der freut sich so übertrieben, ne? Was mit dem los? Warum geht der so ab? Macht ein Herz. Okay. Wie heißt der denn? NZXFN. Ist ein Engländer, ne? Was für Scheiß hat er? Der macht Feuer-Emote. Der Skin ist übertrieben nice. Und ich würde sagen, wir gehen in die nächste Runde rein, weil es wird hier dunkel, Leute. Ja. Abzug. So, Leute. Wir sind in der zweiten Runde drinnen. Die Sonne ist auf jeden Fall am Start. Dauert aber nicht mehr lange, bis die Sonne wieder untergeht, weil der Stand momentan so in der Mitte ist. Das ist natürlich ein bisschen schade. Wir nehmen jetzt mal eben kurz hier ein paar Grabblers und wir gucken einfach mal, was die jetzt hier machen. Ey, was geht? Die merken gerade gar nichts, okay. Vielleicht kommt das ja noch, wenn wir uns verwandeln. Aber ich möchte mich eigentlich jetzt noch nicht verwandeln, weiß ich nicht. Ich würde eher noch ein bisschen warten. Vielleicht fällt denen das ja auch ohne die Verwandlung auf, aber ich glaube, das wird nicht anders funktionieren. Oh, shit. Okay. Der Hasenskin hat sich schon so gedacht, hä? Aha. Okay. Sie scheinen das wohl doch zu merken, jetzt nachdem ich mich verwandelt habe. Aber die Stilvariante fällt halt auch gar nicht auf. Die zweite Stilvariante ist halt eben die Stilvariante, die übertrieben auffällt. Und er stellt sich die Frage, von wo habe ich bitte den Skin? Von wo? Ich weiß es auch nicht. Ich kann es dir leider auch nicht erklären. Wilde Geschichte, ne? Sehr wilde Geschichte. Es ist der verwirrt, okay? Ich könnte natürlich jetzt auf den Boden hinschreiben mit ein paar Sprays, von wo ich den habe. Aber das würde einfach ein bisschen zu lange dauern, weil das Board sehr, sehr lang ist. Und das macht dann gar keinen Sinn. So, der checkt aber nochmal hier ganz genau ab, ne? Der checkt aber nochmal hier ganz genau ab, Junge. Wir können uns ja nochmal hier verwandeln. Boom. Oh ja. Sehr nice, das Skin auf jeden Fall. Wie gesagt, die Stilvariante finde ich nicht so gut. Die Stilvariante, 10 von 10. Und der hier vorne hat jetzt auch auf einmal gesehen, was wir für ein Skin haben. Möchte eine Umarmung von uns, da gehen wir drauf ein. Ey, ich brauche nur noch 21 Level, Leute. Dann habe ich den kompletten Battle Pass, die ganzen Stilvarianten freigeschaltet. Ich versuche das auf jeden Fall jetzt die Tage freizuschalten. Und ich glaube, in 6 Tagen kommt diese andere Würfelkönigin, die man sich halt eben freischalten kann. Und ich möchte noch dran erinnern, ihr bekommt momentan von Fortnite kostenlose Gegenstände. Ich habe euch den Link unten in die Kommentare gepackt. Klickt da einfach mal drauf, meldet euch mit eurem Konto an und dann macht ihr die Aufgaben, die da stehen, weil erstmal gibt es ein Spray, glaube ich. Es gibt ein Emote. Ihr bekommt einmal XP und ihr bekommt noch irgendwas. Ich glaube noch einen kostenlosen Skin, aber das könnte auch nochmal separatiert werden. Da bin ich mir nicht sicher. Was macht denn die Ruby hier vorne jetzt auf einmal wieder? Also, das ist ja jetzt hier wieder eine ganz komische Geschichte, ne? Eine ganz, ganz komische Geschichte mit dem Galaxy Skin. Oh, der Galaxy Skin, der freut sich auch. Ich weiß jetzt nicht, warum der sich freut. Digga, was geht mit ihm? Ja, Leute, leider haben wir jetzt hier dunkel in Party Royale. Das ist natürlich ein bisschen schade, aber da kann ich leider nichts dran ändern. Damit müssen wir jetzt einfach leben, Leute. Da kann ich wirklich leider gar nichts dran ändern. Hier vorne haben wir zwei Captain Blaumütze. Die machen ein bisschen Emote, dies, das. Der Link hat ein sehr schönes Backbling. Das passt auf jeden Fall sehr gut zu dem Skin. Ey, guck mal. Sagen, guck dir mal diesen Skin an, Digga. Guck mal, die denken sich auch so, von wo ist dieser Skin? Guck mal, oh mein Gott. Okay. Kann mich auch wieder zurückverwandeln. Alles möglich hier, alles möglich. Oh, und der Rechte, der macht jetzt dieses Oh mein Gott. Der denkt sich hier vorne auch, was ist das für ein Skin? Wenn wir in Zukunft weiterhin Party Royale Videos bringen sollen, wenn ich von Epic Games den Skin in mein Spind geschenkt bekomme, der halt eben noch nicht rausgekommen ist. Also ich feiere das auf jeden Fall unnormal, mit den Skins in Party Royale reinzugehen, weil die Leute sich wirklich denken, was ist das für ein Skin? Und die interagieren mit uns, was übertrieben unterhaltsam ist, finde ich. Deswegen lasst auf jeden Fall ein Like da, Leute. Wir machen jetzt hier nämlich eine Teepause und gönnen uns einen schmackhaften Tee. Ah, der Links, der zeigt sein Erntewerkzeug. Komm, wir zeigen mal auch unser Erntewerkzeug. Wenn der schon zeigt, dann dürfen wir das auch. Er rechts macht GG.
Übel, Digga, übel. Ich feiere den Skin wirklich übel. Da ist die Renegade Raider Flagge. Oh, shit, Bro. Herr No Skin wurde auch aufmerksam. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es der Skin ist. Ich gehe mal davon aus, dass es der Skin ist. Ja, der guckt sich den Skin ganz genau an. Oh, der vorne hat auch diesen Banner. Der ist auf jeden Fall lecker und selten, ne? Das weiß der. Und rechts haben wir noch so einen Drift Skin. Der beobachtet die ganze Sache hier. Und Herr No Skin geht wieder ein paar Schritte zurück. Ja, die Stil-Variante hast du auch noch nicht gesehen. Der Lebkuchen-Skin auch nicht, ne? Obwohl, ich glaube, der Lebkuchen-Skin ist der Captain Blaumütze von gerade eben. Nur, der hat sich jetzt gerade einen anderen Skin rausgeholt. Digga, der Skin ist übel nice. Also, die Stil-Variante nicht. Aber die erste, wow, Junge. Wirklich eine 10 von 10. Knochenmark-Skin, der heute im Item-Shop ist, bekommt von mir eine 8 von 10. Der ist auch sehr, sehr schmackhaft und passt halt eben zu den Fortnite-Mares. Aber der hier, Digga, Bro. Einfach ein 10 von 10 Skin. Oh, Captain Blaumütze holt da jetzt diesen Disco-Skin mit Black Knight Bagley und er hier vorne die Detektivin. Ich weiß nicht, ist der Skin selten? War der schon länger nicht im Item-Shop? Ich weiß das nicht. Und der geht hier eine Runde baden, ne? Scheinen aber keine Deutschen zu sein. Das waren irgendwie Franzosen oder sowas. Ich bin jetzt einmal... Boah, der holt den Black Widow-Skin raus. Der wird wohl wahrscheinlich auch nie mehr wieder im Item-Shop kommen, Leute. Ne, genauso wie der Emote. Also die Skins, wenn ihr die habt, beziehungsweise den Emote, dann könnt ihr euch da auf jeden Fall glücklich schätzen. Ich gehe mal davon aus, der wird nicht mehr reinkommen. Es wird ja zumindest spekuliert, dass der nicht mehr reinkommen wird. Aber ich bin mal gespannt. Und der Linke hat hier diesen Schwimmer-Skin rausgeholt. Ich glaube, der ist auch selten, oder nicht? War der nicht schon länger im Item-Shop? Also nicht im Item-Shop. Die männliche Variante ist auch, glaube ich, auch selten. Aber die weibliche ist viel seltener. Was macht er denn hier vorne, der Schwitzer? Er macht ein Herz. Er scheint wohl überall korrekte Leute zu sein, ne? Also ich weiß noch, wo ich mit Party Royale Videos angefangen habe. Die ganzen Leute, Bruder, da waren sehr viele toxische Leute unterwegs. Er geht jetzt einfach raus. Aber inzwischen ist das so, die Leute, die sind übertrieben entspannt. Hier ist niemand toxisch oder böse oder sonstiges. Die einzigen Leute, die böse sind, sind die, die immer ein Dance Battle haben wollen. Dann kommen die mit Dance Battle und machen extra L-Dance, damit ihr euch eben auf dieses Dance Battle einlasst, was ich ein bisschen komisch finde. Weil das, die sind ja immer noch toxic, so, Digga. Die versuchen nur halt eben Dance Battle so hinaus zu provozieren. Und ich finde, das ist ja immer noch ein toxisches Verhalten. Müssten die Leute selber wissen, wie die sich im Party Royale geben. Aber ich mach das auf jeden Fall nicht. Wir sind immer lieb unterwegs. Machen hier diesen Herz-Emoji, bisschen die Banane, dies, das. Ne, den Smoothie-Emote und die Banane, das sind meine Main-Emojis. Ne, hier vorne ist nochmal ein Special-Kommando. Herr Banane! Was soll das denn hier? Kennt man sich oder wie? Kennt man sich, Kollege? Hast du ein Problem oder was? Hä? Komm, Junge. Komm, wenn du ein Problem hast. Scheiße. Oh, der macht Feuer-Emoji. Boah, eigentlich am besten gar kein Backbling zu der ersten Stil-Variante. Dann sieht das wirklich sehr, sehr schmackhaft aus. Und die Banane, die will hier die Leute verarschen, ne? Machst du das jetzt auch bei den anderen Leuten? Ja? Ja, dann komm mal mit. Mach das mal hier vorne bei ihm hier. Kannst den ja mal ein bisschen ärgern. Genau, Leute. Und dieses Spray, das könnt ihr halt euch eben freischalten. Kostenlos. Deswegen, der Link zu der Seite ist halt eben unten in die Kommentare. Klickt da einfach drauf, meldet euch an. Macht die Aufgaben und dann bekommt ihr dieses Spray hier unten links komplett kostenlos. Wie gesagt. Und die Banane, die macht wieder hier voll Remi Demi, ne? Guck mal, wie die den alle ärgern, Junge. Aber der ärgert ja zurück. Jetzt wird er gleich kurz zum Beyblade. Okay. Das ist auf jeden Fall ein Controller-Spieler, weil auf dem PC mit Maus und Tastatur kannst du das definitiv nicht machen. Dich unendlich drehen, das funktioniert nicht. Der dreht sich immer noch. Jetzt hat er aufgehört. Okay. So, der No-Skin, der macht hier nochmal GG. Ich hoffe jedenfalls, euch hat das Video gefallen mit dem Skin. Falls ich von Epic, wie gesagt, nochmal wieder so einen Skin in meinen Spind bekomme, was wohl wahrscheinlich der Fall sein wird, dann, und ich soll damit ein Party Royale Video machen, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Wir gehen jetzt hier raus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Er verneigt sich nochmal von mir. Bruder, du brauchst dich nicht von mir verneigen. Ich würde sagen, haut da rein.